Es geht weiter mit dem Jahrgang 2000, den 100 Meter Freistil Männer. Auf dem dritten Platz reichen die Seniors von Liège-Mosanne mit nur 59,21. Auf dem zweiten Platz Martin Günther von der Rotre mit 58,25. Und auf dem ersten Platz Sebastian Beck, SV Würzburg, mit einer Zeit von 57,92. Herzlichen Glückwunsch. Damit rufe ich auf zum Lauf 7 über den 200 Meter Laden der Damen. Im Lauf 7 starten auf der Bahn 1 Janneke Reuter der Rautritt, auf der Bahn 2 Nicole Scholz vom TV Dünnenburg, auf der 3 Kim Sarah Schabak, Neuliga SV, auf der Bahn 4 Judith Pattberg, SSF Bonn, auf der 5 Margot Feis, Isegemse Tegel Swimmers und auf der Bahn 6 Elisabeth Lohner von den SSF Bonn. Dann ist die Abmeldefrist für 100 Meter Freistil der Damen abgelaufen. Die Sign-off-Period für 100 Meter Freestyle Female Final ist now over. Im Finale schwimmen nun, da es eine Abmeldung gegeben hat, Leonie Antonia Beck, Alina Jungklaus, Michelle Lölken, Sarah Fangenhaute, Sophia Kiel, ja so YouTube, ist auf Facebook. Die Bälle ist auf Facebook. Wir kommen her zur Siegerehrung, 15 Meter Schmetterling der Männer. Das war der Wettkampf Nummer 4. Im Jahrgang 2002 geht die Bronzemedaille an die deutsche Olympiatrainerin von SV Meckenheim. Mit einer Zeit von 6:44. Den zweiten Platz erschaffen Timo Feldmann, ebenfalls SV Meckenheim, mit einer Zeit von 43:20. Siegertreppchen steht Janik Manz von der SG Neunkirchen mit einer Zeit von 39,13. Herzlichen Glückwunsch!